Zu meiner Linken sitzt der Gastgeber, Andreas Breitfeld. Andreas, möchtest du kurz ein paar Worte sagen, wer du bist und was du machst? Es wird sicherlich kürzer ausfallen. Also ich habe das große Glück, hier in München das KTC Lab leiten zu dürfen. Das heißt, mein schwerpunktmäßiger Job ist es, mir die Möglichkeiten des Biohacking im Hinblick auf textile Applikationen anzuschauen. Das, was auch ein bisschen erklärt, warum wir hier so eine großartige Asservatenkammer inzwischen haben mit Dingen, die ihr gerne jederzeit hier ausprobieren könnt. Das heißt, wenn wir überlegen beispielsweise, und heute auch wirklich nur ein Beispiel, das Thema Rotlichttherapie erfreut sich einer massiven Beliebtheit momentan mit diesen Rotlichtpanelen, die man sieht. Da bin ich jetzt gerade zum Beispiel damit beschäftigt zu schauen, inwieweit ist es im Sinne von intelligenter Bekleidung möglich, LEDs in Kompressionsbekleidung einzuarbeiten, mit dem Ziel, dass du irgendwann deinen Rotlichtanzug anziehen kannst. Das heißt, die positiven Wirkungen auf dem Körper hast, aber weder das rote Licht zwingenderweise im Gesicht haben musst, noch deine Umwelt so irritierst wie jetzt. Ich meine, es wird euch aufgefallen sein, der Rotlichtraum hat einen runtergelassenen Rollladen. Ich möchte mit ständigen Rotlichten hier nicht in der Nachbarschaft den Eindruck erwecken. Das wird man ganz andere Dienstleistungen offerieren. Und wenn man Textilien schaffen kann, die einfach Biohacking-Technologien quasi mitbringen, glaube ich, dass es einfach das Ganze noch für ein breiteres Publikum attraktiv macht als die Spezialgeräte. Und Biohacking für ein breiteres Publikum zu öffnen, sehe ich nach wie vor als meine Hauptaufgabe an. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Danke. Andreas, ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Fantastische Location, die du uns hier ermöglichst. In München. Und heute gerade habe ich nochmal das Kompliment bekommen oder das Kommentar von jemandem, der gerade schon gehen musste, der gesagt hat, krass, dass wir in München jetzt schon so eine Szene haben, weil davon wusste keiner was, dass hier noch mehr als ein, zwei Biohacker sich rumtreiben. Genau, einer, der nicht direkt aus München kommt, aber aus dem Umfeld und sich schon seit einiger Zeit mit diversen Themen in unserem Bereich, sei es Selbstvermessung oder Biohacking, beschäftigt ist, Dr. Lutz Graumann. Lutz, möchtest du einfach mal kurz sagen, wo du herkommst, wer du bist? Ich komme aus dem schönen Rosenheim zwischen München und Salzburg und bin von Haus aus klassischer Sportmediziner und bin meine eigene Fallstudie. Also ich bin der lebende Selbstversuch, denn ich habe immer so den Anspruch, dass ich erstmal alles an mir selber ausprobiere, bevor ich das dann an Athleten oder an normale Patienten weitergebe. Und ich hatte das Riesenglück, dass ich halt lange Zeit dafür bezahlt wurde, das zu machen, dass ich bei der Bundeswehr die Sportmedizin leiten durfte und Leistungssteigerungsprojekte für Spitzensport, für Spezialkräfte und für Jetpiloten machen durfte. Und da habe ich einfach so richtig Blut geleckt, wie man Leistungen optimieren kann und Hobby zum Beruf gemacht. Eine sehr lustige Nebengeschichte ist ja, dass du mit einer Frau verheiratet bist, die die Schwester ist von einem ehemaligen Mentor von mir, der mir mein Basketballstipendium in den USA besorgt hat. Ja, so klein ist die Basketballwelt. Wahnsinn, oder? Ja. Da sind wir zufällig dann aufgekommen. Ja, danke Lutz erstmal. Jetzt zur vierten und letzten Person in der Runde, dem Florian Schumacher, den ich auch schon einige Jahre kenne, der, würde ich sagen, einer der Mitbegründer der Quantified Self-Bewegung ist. Und Florian, vielleicht von dir einfach mal kurz, wie kamst du dazu, dass du jetzt erstmal, wer bist du, wo bist du her und wie bist du in diese Quantified Self-Szene gekommen? Ja, ich habe vor 8 Jahren, war das, glaube ich, meine Leidenschaft für Quantified Self entdeckt. Da war das noch ein bisschen kleiner, die Szene, als sie jetzt heute hier ist. Also eigentlich war sie noch gar nicht vorhanden, aber ich habe dann in Berlin und München Gruppen gegründet und wir haben dann ja Meetups gemacht und so eine erste Plattform für Menschen, die sich zu dem Thema austauschen wollen, geschaffen. Ja, für mich ist es eine Leidenschaft, zu schauen, was kann man mit persönlichen Daten machen und das erstreckt sich über alle Bereiche, also Körperwerte, Verhalten, aber auch Umwelt. In meiner Wohnung sind diverse Sensoren und ich habe mir das dann zum Beruf gemacht, bin im Moment Unternehmensberater in der Gesundheitsbranche. Da ist also ein Fokus natürlich auf Gesundheitsthemen da, auch wenn mich sonst auch andere Messwerte interessieren. Aber wir können natürlich gerade in der Gesundheitsbranche damit sehr viel anfangen und insofern
Ja, bin ich für ein Unternehmen tätig, das im Bereich der Präventivmedizin arbeitet. Da geht es darum, Risikofaktoren und Krankheiten möglichst früh zu erkennen, um dann eben auch was dagegen tun zu können und eben auch mit Hilfe von Technologie und auch menschlichem Coaching Menschen zu helfen, dass sie ihre Gewohnheiten verändern. Und das Spannende ist halt zu sehen, dass es nicht die Technologie alleine ist, die das schafft. Das schafft es vielleicht bei dem einen oder anderen von uns, der sehr motiviert ist oder auch eine hohe Technologieaffinität hat, aber dass letzten Endes jetzt wirklich Technologie und Menschen zusammenkommen. Und da liegt, glaube ich, sehr viel Hoffnung drin. Danke dir. Ja, also ich bin ja auf das Thema gestoßen, eben eigentlich auch über den Sport hauptsächlich. Wir hatten damals einen Basketballtrainer, weil sich noch immer ein Excel-Spreadsheet in den USA uns in den Spind gelegt hat und worauf unser Körperfettanteil, Antrittsgeschwindigkeit, Maximalkraft aufgelistet war. Und das immer alle paar Monate wieder verifiziert wurde. Und dann hast du sozusagen eine Kurve erstellen können, wo du gemerkt hast, wow, im Sommer habe ich zugenommen, bin eher unsportlicher, unfitter geworden, ja, in der trainingslosen Phase und dann zum Saisonauftakt wieder zugenommen. Und dann hat man es ja wirklich beobachten können, so wie sich meine ganze Saison, dein Leistungslevel letztendlich verändert. Und das war so für mich der Startschuss, wo ich gesehen habe, wow, das ist ja wahnsinnig viel wert in diesen Daten. Habt ihr so eine Erfahrung, eine Story, wo ihr sagt, boah, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie wertvoll es ist, Daten von mir zu erheben, von meiner Biologie und irgendwie Schlüsse daraus zu ziehen? Fangen wir an beim Andreas. Da muss ich oder da darf ich sogar sehr lange in der Zeit zurückreisen. Ich könnte es aufs Jahr nicht mehr sagen, aber einer meiner ersten Jobs nach einem gescheiterten Jurastudium war das große Glück, die Shape, damals eine Frauenfitnesszeitung in Amerika mit nach Deutschland begleiten zu dürfen, da das vor nun gefühlt mal 18 Jahren durchaus noch ein Markt war, wo keiner so recht wusste, war das alles sehr klein und überschaubar und hatte auch ein bisschen was von der Aufbruchsstimmung, muss man klar sagen, die wir jetzt heute im Biohacking erleben. Und da hatte ich das große Glück, über die Firma Polar seinerzeit nach Helsinki gehen zu dürfen, als die mit der Smart Edge Technologie zum ersten Mal das Thema Herzfrequenzmessung nicht nur auf bestehenden Werten, die du quasi über eine Leistungsdiagnostik im Vorfeld hättest einfallen sollen, sondern eben auch schon im Endeffekt über eine Herzfrequenzvariabilität genutzt haben, um dir Trainingstipps oder Hinweise zur Intensität der Trainingsgestaltung zu geben. Ich war damals im Indoor-Cycling. Damals war es noch nicht generisch, das heißt, da sprach man noch von Spinning, fürchterlich intensiv unterwegs und habe dann auch feststellen dürfen, dass ich nicht nur fürchterlich intensiv, sondern eigentlich die meiste Zeit viel zu intensiv unterwegs war. Das heißt, da war es ganz klar so, dass mit der Technologie und mit dem Hinweis, okay, das, was die Pumpe eigentlich hergibt, ist zwar technisch möglich, aber vermutlich nicht gut, weil die Werte, die mir die Uhr gegeben hat, eigentlich immer schlechter geworden sind. Das heißt, da konnte ich quasi ein Übertraining, von dem ich noch nicht mal gewusst hätte, dass es sich gerade massiv in Richtung Herzgesundheit auf den Weg macht, doch einigermaßen früh noch stoppen und dann mein eigenes Training umgestalten und ganz viele andere Parameter wieder so drehen, was ohne die Technologie komplett an mir vorbeigerauscht wäre, muss ich klar sagen. Also das war so eigentlich auch der Punkt, ab dem ein Herzfrequenzmesser oder eine Pulsuhr für mich wichtiger und interessanter geworden ist, war auch ein Punkt, wo ich dann sicherlich, wie viele Freaks, in der Früh als erstes mal den Pulsgurt angelegt habe, um irgendwie diese absolute Ruhe, Herzfrequenz und Ähnliches zu beobachten und zu dokumentieren. Und ja, deswegen als konsequente Fortführung auch diese absolute Begeisterung für den Ring, der lustigerweise auch aus Finnland kommt und lustigerweise auch von Leuten entwickelt wurde, die damals noch für die Firma Polar tätig waren. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz dazu. Dazu kommen wir gleich noch mehr. Da möchte ich den Lutz nämlich noch was fragen. Aber erstmal zu Lutz, auch seiner Geschichte. Vielen Dank, Andreas. Das ist eine sehr, ich würde sagen, gängige Geschichte, wie Leute eigentlich dazu stoßen, dass sie einen Leidensdruck entdecken oder etwas, was nicht so gut läuft und mit der Technologie es dann schaffen, vielleicht etwas zu ändern, indem sie es einfach visuell sichtbar machen. Lutz, was ist so deine Geschichte? Na, ich bin von Haus aus eigentlich ein faules Schwein.
Und für mich war immer so wichtig herauszufinden, was ist die optimale Dosis-Wirkungsbeziehung oder was ist die minimal effektive Dosis, die ich investieren muss, um den maximalen Output zu haben. Bei der Bundeswehr mussten wir jährlich Leistungstests ablegen. Und wenn man also so ein bisschen Narzissmus auch hat, dann ist es natürlich schön, wenn man relativ weit vorne in diesen Rankings dann auftaucht. Und dann war gepaart die Faulheit mit aber dem Ziel vor Augen, ich will irgendwo glänzen, musste ich dann so schauen, wie kriege ich diesen Trainingsreiz optimiert. Und dann später wurde ich auch noch geplagt mit einer Hüftarthrose, die natürlich beim Basketballspielen dann irgendwann explodiert ist. Und dann musste man so rausfinden, da kam dann das erste Mal richtig Biohacking für mich zum Tragen. Was kann ich alles tun, um die Symptome so niedrig wie möglich zu haben, damit ich lange mit meinen eigenen Knochen noch unterwegs bin, bevor ich dann ein Ersatzteillager werde. Mhm. Und welches Jahr war das, weißt du? Das war tatsächlich 2001. Und da hat man gesagt, so auch mit der Hüfte wirst du keine 40. Jetzt bin ich 46, immer noch mit der gleichen Hüfte drin. Und bin damit Marathon gelaufen, bin damit Waffenlauf gelaufen, noch also Marathon mit Gepäck und Gewehr in der Hand und habe immer noch die gleiche Hüfte drin. Ist immer so langsam seinen Weg finden, wie kriegt man Entzündungen kontrolliert, Körpergewicht kontrolliert und trotzdem die Leistungsfähigkeit noch hoch. Wow, ja, ich glaube, da können einige auch sich inspirieren lassen, genau von solchen Sachen, weil es wird, also mein Vater hat gerade eine enorme Wirbelsäulenproblematik und hat auch Angst, dass er irgendwie nicht mehr lange laufen kann. Und ich probiere ihm zu sagen, dass er einfach mal vorbeikommen soll und sich solche Geschichten anhören soll. Denn da kriegt man vielleicht wieder Hoffnung und Mut. Ja, Florian, hast du was auf Lager? Ja, bei mir war das Thema Gewohnheiten. Das war vor 8 Jahren. Wo ich die ersten Apps runtergeladen habe, da hatte ich gerade mein iPhone bekommen und ich habe einfach gemerkt, ich kann da mit ganz simplen Apps, das war eher so eine Art Strichliste oder so nach diesem Don't Break the Chain-Prinzip, dass man einfach sagt, ich will etwas jeden Tag machen und ich kriege das dann visualisiert und da habe ich dann diverse Ziele mir vorgenommen, also auch natürlich so voll unrealistisch dann irgendwie 10 Dinge in meinem Leben gleichzeitig verändern wollen, aber auf jeden Fall so eine Phase gehabt von einigen Wochen, wo ich da wirklich sehr viel Veränderungen ausprobiert habe und einiges dann auch nachhaltig implementiert. Und ich muss auch sagen, ich habe mich früher zum Beispiel über einige Jahre relativ unbewusst und auch so ein bisschen schlecht ernährt und auch kaum Sport gemacht. Das habe ich dann alles später geändert. Da finde ich auch heute immer noch spannend, was man mit Apple Watch schon so machen kann. Da können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich habe dann aber auch zur selben Zeit oder kurze Zeit später die ersten Themen mir angeschaut, die so in das Analytische gehen. Also für mich sind es 2 Aspekte. Das ist diese Selbstmotivation, finde ich heute auch umso besser, sage ich mal, mit Geräten, wenn ich es nicht mehr manuell tracken muss. Das andere Thema ist eben wirklich was Analytisches. Und ich hatte mir da auch dann 2011 oder so ein Schlafsensor aus Amerika schicken lassen. Das war so ein Armband und damit habe ich dann 100 Nächte lang meinen Schlaf vermessen und auch eben abends immer Kontextfaktoren aufgezeichnet. Also ob ich viel Kaffee getrunken habe an dem Tag, ob ich Alkohol getrunken hatte, ob ich Freunde gesehen hatte, ob ich viel gearbeitet hatte. Da hatte ich auch einen Blogartikel damals drüber geschrieben und das Finding war eigentlich, dass ich gut schlafe, wenn ich viel Kaffee trinke und wenn ich viel arbeite. Ich habe da keine Konsequenz rausgezogen, weil ich in der Lebensphase schon extrem viel gearbeitet habe. Das hätte sich dann kaum mehr steigern lassen. Und bin dann auch eher so ein Typ, der sagt, okay, es ist interessant zu wissen. Ich glaube auch gar nicht wirklich an die Daten. Ich war auch im Schlaflabor mit den Geräten und sehe das alles so ein bisschen vorsichtig auch, was da die Genauigkeit angeht. Aber das war so ein Versprechen. Ich kann etwas über mich herausfinden, was meinem Bewusstsein und auch meinem eigenen Körpersinnen nicht zugänglich ist. Und das hat sich dann eigentlich erst viel später eingelöst mit neuen Verfahren, die wir hier wahrscheinlich alle einsetzen. Aber das waren so die 2 Themen, die auch heute immer noch unglaublich spannend sind. Also diese Motivation und eben auch die Fähigkeit, etwas über mich zu erfahren, was mir dann auch eine Personalisierung erlaubt. Gibt es, einfach mal in die Runde gefragt, denn für euch gewisse Parameter, die absolut sinnlos sind, getrackt zu werden, die viel getrackt werden. Und zwar, ich denke mal so ein bisschen an die anfänglichen, also am Anfang, man hat halt die Technologie gehabt, Accelerometer eben einzusetzen, um Bewegungen zu tracken. Ist das jetzt, sagen wir mal, mit den Möglichkeiten, weitere Parameter
erheben zu können, werden diese ursprünglichen Messungen ein bisschen irrelevant jetzt? Ich glaube, ehrlich gesagt, die kommen in einen neuen Kontext. Also das Spannende ist ja, Muster zu erkennen zukünftig. Und da bin ich sehr gespannt, wie weit uns Maschinenlernen bringt, künstliche Intelligenz, welche Faktoren wirklich eine Relevanz haben für unser allgemeines Wohlbefinden und für das langfristige Überleben. Denn wir wollen ja alle irgendwie 135 Jahre alt werden. Und, mit derselben Hüfte? Mit derselben Hüfte, definitiv. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich bin gerade an so einem Projekt mitbeteiligt, wo wir eine Gesundheitsakte basteln, wo diese ganzen Daten reinfließen und dann hoffen, dass wir über die Algorithmen des Maschinenlernens gesagt bekommen, welche Faktoren denn wie gewichtet werden müssen. Wie viele Faktoren werden dann zum Beispiel erhoben jetzt in dieser Gesundheitsakte? Das ist utopisch viel am Anfang. Du fängst halt erstmal mit vielen an. Du kannst ja ganz viel messen mittlerweile. Lustigerweise ein paar, die essentiell wichtig sind, kannst du noch nicht messen. Wie zum Beispiel, alle reden immer, dass Trinken so wichtig ist. Aber wir wissen ja, wir haben noch keine Messelektronik außer Urin. Das spezifische Gewicht im Urin haben wir keine Realtime-Feedback-Lösung, ob wir jetzt hydriert sind oder dehydriert sind. Nee, jetzt nicht. Es gab mal von Vodafone und von Carl Zeiss Jena mal so eine Initiative, die aber gescheitert ist, dass aus dem Smartphone heraus über die Haut einen Schimmerfaktor zu kreieren, der irgendeine Relevanz hat für dein Wassergrad. Aber da sehe ich noch drin, also wir haben gerade mit einem Formel-1-Team geredet, ob es nicht einfach Sinn macht, eine smarte Toilette zu bauen. Weil wenn du spezifisches Gewicht, kann man wahrscheinlich auch optisch messen. Im Moment hast du nur diese Teststreifen oder du hast irgendwie eine Trockenchemie, die du im Klo mit verbaust, die dann dir Feedback gibt. Gibt es ein Startup in Berlin oder eine Idee zumindest, Dr. Toilet? Ja, finde ich super. Aber du kannst ja alle möglichen Hormone auch im Urin nachweisen und die muss ich mir aufschreiben. Doktor, ja, ich dir in Kontakt herstellen. Ne? Relativ, es bleibt doch hin. Hat ja einen Stickiness-Faktor, der Name. Ja, total. Ja. Genialer Typ auch. Ja. Das macht. Ja, dann vielleicht eine Gegenfrage. Gibt es denn Sachen, die heutzutage vielleicht jeder sehr einfach tracken kann und vielleicht auch jeder tracken sollte, der daran interessiert ist, seine Gesundheit zu optimieren, 135 zu werden? Vielleicht nochmal auf deine Frage davor. Also ich glaube nicht, dass man unnötige Dinge misst. Es ändert sich auch dahingehend, dass man für sich selber misst oder dass man sagt, ich messe einfach mal. Also jedes Smartphone hat schon so einen Schrittzähler drin. Viele Menschen wissen es nicht oder haben diese Funktion nicht so ganz aktiviert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Google weiß dann trotzdem, wie viele Schritte ihr so macht. Und das heißt, die Frage ist ja, nutze ich die Daten selber? Weil manche Daten fallen einfach mal an, so was ich mit einem Accelerometer messen kann. Also nutze ich die für mich selber und wenn, in welchen Phasen? Das kann ja auch spannend zu sein. Ich habe jetzt seit 7 Jahren wahrscheinlich meine Bewegungsdaten oder Gewichtdaten und solche Sachen. Und in manchen Lebensphasen interessiert mich das, in anderen nicht. Aber es wäre trotzdem schön, dieses komplette Bild zu haben. Und was du gerade schon gesagt hast, man lernt so viel dazu. Zum Beispiel gibt es jetzt Studien darüber, dass Menschen, also alte Menschen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Risikopatienten, die dann, schon Richtung Tod sich bewegen. Du siehst es dann am Accelerometer wirklich, wie die Schrittezahl runtergeht. Du kannst eine Prognose machen und sagen, diese Person stirbt in irgendwie 2 bis 4 Monaten. Insofern liegt natürlich unglaublich viel in diesen Daten drin, ob man das jetzt für sich selber nutzen möchte, ob man es für die Therapie nutzen möchte. Und das Wichtige ist aber, glaube ich, für Menschen, die sich jetzt überlegen, ob sie es selber sich ein Gerät oder eine App beschaffen, zu schauen, habe ich einen Nutzen daraus. Und man kann natürlich so allgemein Live-Logging-mäßig mal einsteigen und sagen, ich zeichne mal alles auf, um so in irgendeine Akte reinzuspielen und in 20 Jahren dann lese ich da irgendwas raus. Also kann man ja machen, möglichst viel sammeln, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Aber vom praktischen, konkreten Nutzen, den ich heute schon draus ziehen kann, muss ich überlegen, wo ist eigentlich mein Problem, wo ist der Punkt, an dem ich arbeiten möchte und welche Daten sind da hilfreich. Und ich glaube, was wir halt erlebt hatten, dass viele Menschen sich jetzt so ein Fitbit oder ein Jawbone oder eine Apple Watch gekauft haben, weil es trendy war. Und für ein paar Leute ist es was, man sieht das dann, die haben die auch noch nach einem Jahr oder nach 5 Jahren immer noch so ein Gerät dran. Es gibt aber auch andere Leute, die haben das irgendwie mal mitgekauft, weil sie auch sonst irgendwie Zeug kaufen, das gerade im Trend ist. Und das bringt natürlich nichts. Also da muss man sich schon fragen, will ich an mir arbeiten? Will ich diese Daten nutzen, um mich zu reflektieren, um mich zu motivieren? Und dann, glaube ich, ist es auch nicht unnötig. Dann habe ich natürlich diesen persönlichen
Bezug und das sollte immer am Anfang stehen. Du hast gerade ein paar Sachen angesprochen. Zum einen Live-Logging. Ich erinnere mich, du hattest nicht mal eine Kamera umhängen. Hm. Erzähl doch mal die Geschichte kurz. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was ich irgendwie jetzt nicht gemessen habe in den letzten Jahren. Und es ist halt so, dass ich dann aber auch ein Stück weit faul bin und einfach nur automatisiert da Daten messe, wo es einfach geht. Live-Logging gibt es diverse Ansätze, dass man eine Kamera am Körper befestigt und sein Leben mit aufzeichnet. Und da mag es auch verschiedene Gründe geben, warum man das tut. Für mich persönlich war es jetzt gar nicht so sehr, dass ich gesagt habe, ich will mich da irgendwie an irgendwas zurückerinnern. Also ich finde den Ansatz spannend, mein komplettes Leben aufzuzeichnen, weil man weiß ja nicht, vielleicht gibt es in 50 Jahren die Option, in die Matrix rüber zu wechseln und dann braucht man natürlich möglichst viel Daten, um seinen Charakter da aufzubauen. Sehr hypothetisch, aber insofern im Sinne einer Vorratsdatenspeicherung, wo man dann vielleicht später erst den Sinn dahinter findet, kann man das machen, aber die Kamera war jetzt kein Erfolg. Ich selber habe sie verloren dann und das Unternehmen, das sie angeboten hat, hat auch das Geschäft einstellen müssen. Also das war schon die zweite Welle. Das gab es auch irgendwie schon 10 oder 15 Jahre davor. Auch bei Microsoft, glaube ich, gab es einen Wissenschaftler, der das Thema propagiert hat. Und es ist so die Frage, wann wird es relevant? Ich meine, in Zukunft, wenn wir Big Data haben, wenn meine Apple Watch über die Herzratenvariabilität noch aufzeichnet, ob ich in dem Moment gerade irgendwie erregt oder irgendwie nervös oder glücklich war und wir von den Stimmen oder von der Bilderkennung wissen, mit wem ich da war und umso mehr Kontext ich reinbringe, umso spannender könnte so ein Live-Logging-Datensatz mal werden, dass man dann irgendwie in den letzten 100 Minuten seines Lebens nochmal so ein ultra komprimiertes Best-of, das die Algorithmen für eins zusammengestellt haben, dass man sich das dann anschaut, aber ist recht hypothetisch. Also insofern, das ganze Live-Logging-Thema ist schon sehr speziell, weil da geht es ja wirklich um Vorratsdatenspeicherung und nicht um einen konkreten Nutzen, der, ich glaube, die meisten viel mehr interessiert. Also wenn man Flo über Selbstvermessung reden hört dann und sein emotionaler Zustand getrackt werden würde, würde es sicherlich erregt oder aufgeregt jetzt in dem Moment sein. Man merkt richtig, wie für das Thema brennst. Andreas, Frage an dich, wie gibt es denn eine Sache, die du vielleicht unter Umständen, auch wenn es möglich wäre, nicht tracken würdest, weil es dich vielleicht erschrecken würde, was du sehen würdest? Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich irgendwo im Bereich der Hirnvermessung, der Hirnaktivitäten und all den Bereichen durchaus einen Moment, wo, wenn die Technologie weitergeht, wo man vielleicht, ich muss ein bisschen ausreden. Ich hatte die Möglichkeit, ein nicht mehr erhältliches Gerät, das irgendwelche Hirnströme misst, quasi im Zuge eines Anamnesebesuchs in der Arztpraxis ausprobieren zu dürfen. Und dann kommt da so ein Ausdruck mit 3 bis 4 Seiten auf dich zu, von dem du auch nicht so genau weißt, wie fundiert oder nicht ist. Und dann sagt dir das Ding, keine Ahnung, du bist nicht dazu prädestiniert, depressiv zu sein, oder du bist ein super Hochleistungstier, das gerade im Zustand optimaler Leistungsfähigkeit ist. Und dann schaust du dich so an und überlegst dir, warum bin ich eigentlich hier? Und dann sagst du, okay, das ist jetzt alles fürchterlich spannend, aber eigentlich möchte ich die Daten vielleicht noch nicht mal jetzt mit meinem Arzt, geschweige denn mit einer Allgemeinheit zu teilen. Und vielleicht möchte ich sie noch nicht mal mit mir selber teilen, weil ich vielleicht auch die Illusion einer gesteigerten oder geringeren Leistungsfähigkeit oder dem einen oder anderen gerne beibehalten möchte. Also ich glaube, solange das so lustige, nette Sachen sind, wo es auch um Korrelationen geht, also sprich, ich habe eine Körperfettwaage, ich weiß, das, was die aussagt, ist niemals als absoluter Wert korrekt, aber ich kann eine Entwicklung beobachten, dann finde ich das fein. Wenn ich dazu noch eine App wie My Circadian Clock von dem Sachin Panda oder jetzt die neue App von Bob, das Awesome, nehme, wo ich quasi noch Fotos von meiner Nahrung einfach nur dazu spielen kann und dann da Korrelationen anschauen kann, finde ich es auch noch völlig spannend. Aber irgendwo, wenn es dann um das Hirn und das Steuerzentrum geht, könnte es durchaus sein, dass es einen Punkt gibt, wo ich sage, okay, da möchte ich noch die eine oder andere Illusion bewahren, weil solange ich nicht weiß, wie ich da wirklich dran schrauben kann, bringen mir die Daten sowieso nichts. Also das ist ganz klar. Also ja. Bei der
wenn du mir sagst, wir können Hirngesundheit oder Hirnleistungsfähigkeit dann proaktiv wirklich nicht durch eine lustige Memory-App, sondern ernsthaft trainieren oder ernsthaft modellieren, dann ist der Zugang zu den Daten was, wo ich sofort ja gerne schrei. Aber einfach nur Daten kennenlernen zu dürfen, ohne irgendwie wirklich Strategien zu kennen, die dann auch modifizieren zu können, da steige ich dann so auch mal wieder aus. Aber ich glaube, das spannende Prinzip, das du erwähnst, wenn du mit diesen Daten nichts anfangen kannst, also wenn das wie so eine Art Schicksalsurteil über dich ist, und das ist ja auch bei den Gentests so ein ganz großes Thema, also du kannst ja auch Krankheitsrisiken ermitteln, und da, wo du die Möglichkeit hast, das Ganze dann entsprechend zu gestalten, macht das wahrscheinlich Sinn. Da, wo du einfach nur, sag ich mal, eine Arschkarte gezogen hast und da mit dem Wissen auch nicht wirklich was Konstruktives anfangen kannst, ist es dann eben wahrscheinlich auch für viele Menschen sinnvoller, das nicht zu wissen. Aber interessanterweise gibt es bei diesen Gentests zwei Phänomene. Also es gibt die Menschen, die wollen sie nicht wissen. Es gibt aber auch welche, die sagen, hey, dann weiß ich es halt und ich nutze dann diese Zeit, bis irgendeine Krankheit zuschlägt, für mich intensiver, setze jetzt vielleicht nicht auf das falsche Pferd und versuche dann noch irgendwie zwanghaft Karriere zu machen, die sowieso nirgends hinführt. Insofern ist das halt extrem typabhängig, glaube ich, wie man mit solchen Dingen umgeht. Wobei, ganz schnell, ich muss ja gestehen, ich war jetzt gerade in Toronto auf dem Biohacker Summit und ich glaube, von 12 Vorträgen, die ich mir angehört habe, ging es bei 9 mehr oder minder um das Thema Gentests, Genetik, und da ist es tatsächlich so, da finde ich es jetzt eben genau gerade schon wieder spannend, weil da so viel Bewegung drin ist, dass jetzt auch so viele Interpretationsmöglichkeiten und quasi wieder Plätze reinkommen, wo du ansetzen kannst. Keine Ahnung, bin ich in der Lage, Serotonin so zu bilden, wie ich es eigentlich bilden sollte? Oder warum essen 8 Leute am Abend 800 Milligramm Tryptophan und 6 haben mehr oder minder die gleichen Ergebnisse für einen Schlaf und 2 haben sie nicht? Da passiert schon wieder was, wo ich sage, gebt mir die Daten. Mein Gentest ist in England und ich warte händeringend auf die Auswertung, weil ich damit wieder was anfangen kann. Aber natürlich, klar. Du nimmst die Gene, auf die du agieren kannst oder reagieren kannst, um es zu optimieren. Und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so. Aber es ist die grundlegende Frage, glaube ich, immer, wie gehe ich mit dem Leben um? Also es gibt ja auch bestimmt eine Mehrheit der Menschen, die überhaupt keinen Bock hat, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Also dieses Selbstvermessen ist auch eine große Gruppe. Es gab früher mal eine Studie, da waren es 30%, die das gerne machen. Und dann auch noch fast nochmal 30%, die es für Familienangehörige machen, also die für andere dann Werte erfassen. Aber es gibt sicherlich eine große Gruppe von Menschen, die auf diese Art von Selbstreflexion und so weiter keinen Bock hat. Und das ist ja total legitim. Und wo man sich da auf ich will alles wissen und ich will überhaupt nichts wissen, wo man sich da einordnet, ist dann, glaube ich, immer sehr individuell. Ja, also wir haben es in der Familie genau diese Diskussion, Gentest, ich habe alles an mir testen lassen und meine Frau hat nur diese ganzen Lifestyle-Parameter messen lassen, weil sie Angst vor den Krebsrisiken, Demenzrisiken hatte, dass sie damit nicht umgehen kann mit diesen Werten. Will man es wissen? Bei mir ist es ganz klar, ich bin mental relativ stark und habe dann einfach Strategien, wenn ich ein Krebsrisiko identifiziert bekomme, dann will ich das natürlich dieses Risiko schlagen. Und habe einfach eine andere Strategie, dass ich einfach regelmäßig meine Check-ups mache, um dann früh agieren zu können, wenn es denn sein muss. Und meine Frau will es halt lieber gar nicht wissen, weil einfach ihr Alltag so damit belastet wäre, dass sie sich immer im Kreis drehen würde und das die ganze Zeit Thema wäre. Aber ehrlich gesagt, fürs Gesundheitssystem fände ich es viel spannender, immer mehr Verantwortung und Wissen an den Endverbraucher zu geben, bevor er zum Patienten wird. Denn einfach unser Gesundheitswesen ist ausgelegt immer noch auf sehr starke Passivität und Entmündigung des Klienten. Und je mehr Wissen der Endverbraucher hat, desto wichtiger ist es für mich eigentlich. Und je mehr Datenpunkte der hat, desto besser kann ich den beraten. Wir hatten es gerade vorhin, da war hier noch eine Frage von einer der Gäste, die gesagt haben, was mache ich denn jetzt hier mit meiner Osteoporose, die früh eingesetzt hat. Und jetzt kommen dann einfach Kollegen mit einem Datenpunkt her und sagen so, jetzt darauf basieren wir die Therapie. Und je mehr Datenpunkte ich habe, desto wohler fühle ich mich. Du als Mediziner und natürlich der Patient. Genau, sowohl als auch. Und je mündiger der Patient, desto einfacher ist eigentlich mein Job.
Wie siehst du denn, ich fand das Wort Illusion von dir ganz interessant, weil ich glaube, es gibt ja schon Leute, genau die sehen Fakten oder Daten als sehr kalt und unemotional an und man kann daraus dann keine Story mehr spinnen. Also sprich, ein Athlet, der sagt, ich bin der Beste, und der sagt, nee, du bist nicht der Beste, schau die Statistik an. Könnte das letztendlich seine Leistung beeinflussen? Wie siehst du, sagen wir, die Gefahr, diese Unfähigkeit, sich dann selbst belügen zu können? Und vielleicht wir haben ja dieses Problem im deutschen Spitzensport so, dass wir Kaderuntersuchungen haben und das oftmals an den besten auslese anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Also das ist Quatsch. Wir haben immer noch, also das ist ja, es ist ein Merkmal, den größten Teil, den ein erfolgreicher Sportler ausmacht, ist Talent. Und wir haben noch keine Messmethodik entwickelt, wie wir Talent wirklich quantifizieren können. Mhm. Und deshalb hast du immer wieder Athleten, die sich durchsetzen, die komplett durchs Raster gefallen sind. Beim Fußball haben wir es den Griezmann. Der ist von allen Vereinen abgelehnt worden und hat in Madrid eine Plattform bekommen zu wachsen. Und wir haben immer wieder, es gibt so Leute, Ailton ist ein populäres Fußballbeispiel, der würde bei jedem Leistungstest würde der durchfliegen, aber stand oftmals zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat Tore geschossen. Und die Sportwissenschaft schießt keine Tore. Wir sind Berater, wir machen ein Risikomanagement, wir machen wahrscheinlich auch ein Assetmanagement, aber wirklich für eine Auslese und zu entscheiden, wer wird gefördert, wer wird nicht gefördert, sind wir gar nicht so gut geeignet. Also sprich übersetzt, ihr lasst eigentlich einen Bereich des Ungewissen da, den man als Talent betitelt. Das ist ja theoretisch auch vielleicht Parameter, die man einfach noch nicht messen kann. Und das sozusagen birgt dem vor, das erlaubt immer noch den Raum für die Illusion, dass man sagt, da ist vielleicht noch was, was wir nicht wissen, was dich zum absoluten Superstar machen könnte. Jetzt aber nochmal, weil das finde ich super spannendes Thema, du arbeitest sehr viel mit Athleten. Angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, ich will jetzt meine Leistung absolut maximieren, mental wie physisch. Wie würdest du, sagen wir mal, ganz von null an die Sache herangehen? Was sind deine ersten Fragen an den Athleten? Ja, zumindest erstmal muss man herausfinden, ob er denn geeignet ist, in dieser Sportart überhaupt erfolgreich zu werden. Und das was müsste man da zum Beispiel? Du musst ja erstmal herausfinden, was ist diese Sportart, was muss man dafür können? Muss man dafür schnell sein? Muss man dafür ausdauernd sein? Muss man dafür Skills haben? Muss man koordiniert sein? Und viele scheitern ja zum Beispiel, die meinen, sie müssen jetzt plötzlich Marathon laufen. Das ist ja immer so, bei den Unternehmensberatern ist es immer noch so, es gehört in jeden Lebenslauf rein, dass man irgendwie mal durchs Brandenburger Tor mit sehr viel Schmerz gelaufen sein muss. Und nicht jeder Körper eignet sich dafür. Und manchen Leuten muss man einfach sagen, es ist super, dass du das Ziel hast, aus deiner Komfortzone rauszugehen und mal durchs Brandenburger Tor zu laufen. Aber dafür musst du vorher nicht 42 Kilometer gejoggt sein, sondern geh doch einfach aus der U-Bahn raus, lauf durchs Brandenburger Tor und sei total glücklich. Und wenn du joggen gehen willst, mach das auch. Aber nicht jeder muss unbedingt Marathon laufen. Dagegen ist es so, wenn du nicht ein gewisses genetisches Merkmal mitbringst, wirst du nie auf der Kurzdistanz erfolgreich sein. Und bei den Spielsportarten ist es so, dass man herausfinden kann, gibt es ja auch auf dem Spielfeld auch noch unterschiedliche Belastungssituationen, ob die Muskelausstattung, die Genetik da Erfolg und vor allem die Nachhaltigkeit garantieren kann. Und da sind wir gerade dabei, so die ersten Algorithmen auszuprobieren. Und das ist sicherlich noch zu früh, um da jetzt schon irgendwie große Meinungen zu vertreten, aber es wird ausprobiert. Also wir messen das. Wir hatten gerade schon ein Stichwort Genanalysen. Mhm. Wie siehst du da den aktuellen Stand und auch die Zukunft? Wird das sehr relevant werden in Zukunft? Definitiv sehr relevant, jetzt wo auch jetzt zum ersten Mal die Epigenetik auch messbar gemacht wird. Die Genetik, das ist ja wahrscheinlich den meisten noch gar nicht so wirklich bewusst, ist ja ein rein statistisches Betrachten von Merkmalen, die da sind, aber nicht unbedingt angeschaltet sein müssen. Es ist ja immer noch so, wir messen ja Veränderungen in der Genausstattung eines Menschen anhand dieser SNPs, dieser Polymorphismen, die auf einzelner Basis stattfinden. Und es ist eine rein mathematische Statistikanalyse. Und es ist nicht gewährleistet, dass sich dieses Merkmal jemals anschaltet. Du hast ja auch oftmals viel mehr soziale und Umweltfaktoren, die dieses Merkmal beeinflussen, als die tatsächliche genetische Ausstattung. Okay. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, zum Beispiel, was der Unterschied auch ist zwischen Genetik und Epigenetik?
Die Epigenetik ist die drüber geschaltete Information, die entscheidet, ob gerade diese Eiweißsequenz produziert wird oder nicht. Das also, die Information im menschlichen Körper ist ja durch die Produktion von Eiweißen, dass RNA und DNA produziert wird, die dann irgendwas macht im Körper. Und die Gene ist zunächst einmal diese Ausstattung, was alles produziert werden kann. Das ist so dein Potenzial. Und aber ob du dein volles Potenzial jemals ausschöpfst, ist ja nicht gewiss. Es wird immer noch durch andere Stellgrößen immer noch mal mit entschieden. Und so richtig 100% verstanden ist das auch, glaube ich, noch nicht. Aber es würde zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt jemand einen Gentest macht und eine Prädisposition hat, also vielleicht eine Genvarianz, die noch nicht angeschaltet ist, eben aber mit dem Wissen, es erlaubt, dass man schon vorbeugt, dass es nie eintritt. Das habe ich ja gesagt. Ich will dieses statistische Risiko will ich schlagen. Das ist immer mein Ziel. Ich will immer das Haus, ich will beim Roulette gewinnen. Florian, hast du mit deinen ganzen Messungen, die du angestellt hast über die letzten Jahre, schon Verhaltensweisen geändert, um etwas nicht eintreten zu lassen, was du als Gefahr siehst, zum Beispiel auf Basis von einer Genanalyse? Ich habe jetzt keine wirklich signifikanten Krankheitsrisiken durch meine Tests bisher erfahren. Es gibt jetzt auch bei Männern meines Wissens relativ wenig Themen. Also es gibt vielleicht seltene Erkrankungen, aber das wird typischerweise gar nicht so getestet. Und man sagt, okay, mein Risiko ist jetzt enorm. Also wenn das Risiko für irgendeine Krebsart um 50% erhöht ist und dann statt irgendwie bei 1,5% bei 2,2 liegt, dann wird das mich relativ wenig beunruhigen. Insofern, für mich ist das ganze Gentest-Thema durchaus interessant, einfach um zu schauen, was kommt da. Krankheiten, klar muss man schauen, welche Tests sind überhaupt in Deutschland verfügbar. Ist ja bisher nicht so ganz einfach. Ich habe jetzt einen gemacht bei einer Firma namens Dante Labs, die das jetzt auch als Direct-to-Consumer anbieten. Allerdings warte ich schon seit Ewigkeiten auf den Test. Also hier an der Stelle so eine kleine Warnung vor Dante Labs, aber vielleicht stellt sich hier auch alles als positiv raus. Aus Italien, glaube ich. Und habe ich auch beim Amazon Prime Day für 300 € eine Vollgenomsequenzierung bekommen. Also toller Deal. Was mich interessiert, ist das ganze Nucleogenomics. Da gibt es diverse Angebote in den USA und typischerweise habe ich da jetzt schon mehrere Tests und Analysen gemacht und da gibt es ganz lustige Sachen. Ich bin eigentlich ein großer Anhänger von der Plattform Helix. Helix ist neben 23andMe jetzt so ein neueres Angebot nach dem Prinzip, ich schicke meine Spucke hin, bekomme eine Analyse, also ich bekomme erstmal eine Sequenz, ich bekomme eine Exom-Sequenzierung, was schon mal besser ist als bei 23andMe, was nur Genotyping ist. Also das heißt, ich bekomme mehr Daten, bekomme eine Analyse, ich kaufe da so ein Paket, vielleicht, wie wirken sich die Gene auf die Herz-Kreislauf-Risiken aus. Und dann kann ich aber immer wieder neue Tests kaufen. Also ich habe da Tests gekauft zum Thema Stoffwechsel, wie ich besser schlafen kann, wobei das jetzt nicht so stark genetisch bedingt ist, aber das sind ja auch so Sachen, die man einfach mal für $10, sag ich mal, sich eine neue Information kauft. Für $10 habe ich dann auch die Information bekommen, welche Weinsorten mir besonders gut schmecken sollen. Da war Pinot Noir als Empfehlung dabei, den hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm, habe es dann mal probiert und das war dann ganz okay, aber ob da jetzt wirklich sozusagen eine solide Wissenschaft dahinter steckt, da bin ich auch recht skeptisch. Das glaube ich zum Beispiel nicht, weil die menschliche Zunge verändert sich alle 7 Jahre und auch die Interpretation der Geschmacksinformationen so alle 7 Jahre hast du dann Wandel. Also es gibt sicherlich es gibt ja Bitter als diese Wahrnehmung von Bitter und Süß, kann man wahrscheinlich steuern, aber das als absolute Wahrheit, glaube ich, finde ich Quatsch. Genau, also insofern für mich ist es auch so eine Art modernes Horoskop, aber manchmal kommt da vielleicht auch was bei rum. Zum Beispiel habe ich dann mal einen Nutrigenomics-Test gemacht. Da war eine Aussage, dass ich einen erhöhten Omega-3-Fettsäurenbedarf habe. Habe das dann auch mit diesen Einsendekits, also mir selber Blut abgenommen, ins Labor eingesendet. Den habe ich das getestet und dann auch gesehen, dass bei mir einfach das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 wirklich sehr unglücklich war. Ich bin auch Vegetarier, esse keinen Fisch und da fallen so die Omega-3-Quellen relativ runter. Zugleich esse ich viele Nüsse, die sehr stark an Omega-6 sind. Und ob da jetzt wirklich was an diesem Gentest dran war oder ob ich dann einfach nur das genutzt habe, um etwas zu entdecken, was ich dann aber relativ einfach optimieren konnte durch Anpassungen und durch Supplementierung. Also insofern, ich finde diese Gen-Themen unglaublich spannend, aber im Endeffekt
für den realen Alltag und die Optimierungspotenziale, glaube ich, sind es eher die Biomarker im Blut, wo man Vitamin D, großes Thema. Und je nachdem, wie sich jemand ernährt, halt, gibt es dann vielleicht noch weitere Baustellen. Da habe ich so meine 3, 4 Biomarker, wo ich weiß, okay, da schaue ich auch durch Supplementierung, was ich da dann Stück für Stück verbessern kann und meine Werte halt in diesen Zielkorridoren halten kann. Ja, super spannendes Thema, Genanalysen. Ich wollte jetzt mal eingehen auf, man kann es ist ja zugänglich für Leute, aber auch generell, was man im Alltag nun schon auch im Körper messen kann. Also darauf möchte ich jetzt gleich nochmal eingehen mit dem Andreas, weil ich weiß, ein Riesenthema für dich ist das Thema Schlaf, den du dich schnell rumschlägst. Und es gibt eben nun schon diverse Geräte, die es erlauben, Parameter zu messen, die ein Bild zeigen von der Schlafqualität, vom Schlafverhalten. Und du hast dich da auch schon in diversen Bereichen umgetrieben. Was waren so deine Erkenntnisse aus deinen Forschungen da? Und erstmal, was hast du getrackt? Welche Geräte hast du verwendet und was hast du rausgefunden? Genau, fang einen Satz weiter vorne anfangen. Warum Schlaf? Man muss dazu sagen, für mich ist es fürchterlich einfach, ich schlafe beschissen, ich schlafe reduplizierbar beschissen und die Art und Weise, wie ich schlecht schlafe, ändert sich eigentlich, egal was ich sonst drehe, aktuell kaum. Das heißt, realistisch gesehen ist es so, mal angenommen, ich schaffe es gegen 22.30 Uhr ins Bett zu gehen, werde ich um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr und 2.30 Uhr wach, gehe ich später ins Bett. Es ist mit der gleichen Zeitverzögerung das gleiche Ding und es scheint momentan so tief eintrainiert zu sein, dass ich es nicht unter Kontrolle bekomme. Nichtsdestotrotz interessiert dann das ja alles sehr. Das heißt, ich habe das seinerzeit gemessen einmal mit der Apple Watch erste Generation, mit Heartwatch, glaube ich, hieß die App damals. Mhm. Damals war es ja so, dass die Herzfrequenzmessung über die Apple Watch nicht wirklich dauerhaft aktiv war, sondern du hast eine Drittanbieter-App gebraucht. Die war sehr großzügig mit mir. Da hatte ich meistens Schlafeffizienz zwischen 96 und 98%. das fand ich sehr schön. Weil die Uhr ruhig in dem Bett gelegen hat. Nein, die Uhr war sogar am Handgelenk, aber augenscheinlich waren die paar Städte, die ich gebraucht habe, wenn ich da wach war, egal was ich dann tat, für die Uhr nicht so wirklich relevant. Das in Verbindung mit der damaligen Akkukapazität hat dann die Freude an der ersten Generation der Apple Watch auch relativ schnell wieder zum Erliegen gebracht. Ein lieber Freund hat mir daraufhin eine Garmin Fenix, was auch immer, 3 oder sowas zur Verfügung gestellt, die zwar deutlich dümmer ist als die Apple Watch, aber aufgrund ihrer Bewegungs- und Herzfrequenzsensoren zumindest mal etwas näher in die Richtung kam. Die hat mir dann im absoluten Schlaf auch noch immer so 90-92%, das ist immer noch sehr gut. Die kriegt die Bewegung ein bisschen mit, aber halt dadurch, dass wenn du als Bär im Winterschlaf vom Bett zum Bad oder vom Bett zum Kühlschrank schlumpfst und wieder zurückgehst, nicht großen Puls erhöhst, passiert da auch nicht sehr viel. Ja, und dann bin ich vor knapp 2 Jahren, glaube ich, in den alten Oura-Ring reingerutscht sozusagen. Ja, und dann begann das Desaster, weil merkst du plötzlich, was los ist, wann es los ist und achtest dann halt auch verstärkt drauf, beziehungsweise hast dann, in meinem Fall spielt der Kühlschrank nachts noch eine lustige Rolle, ich habe dann irgendwann mal eine Uhr in den Kühlschrank reingestellt. Einfach mal, um zu sehen, gibt es da irgendwelche Zeiten und stimmt, und erinnere ich mich am nächsten Tag und stimmt das? Und ja, das ist ganz sicherlich so. Nichtsdestotrotz, was für ein Monolog, entschuldigt bitte. Nichtsdestotrotz, ich bin mir auch mit dem Ring noch manchmal ein bisschen im Unreinen, muss ich klar sagen. Also die komplette Abwesenheit von Tiefschlaf- oder REM-Phasen, so wie es das Ding gerade in der zweiten Generation manchmal aufzeichnet, da weiß ich noch nicht zu 100%, ob das wirklich so stimmt. Das ist, ich tu viel, es entwickelt sich da auch eine ganze Menge Positives und subjektiv gesehen verbessert sich meine Schlafgesundheit deutlich mehr als die Anteile an Tiefschlaf- oder REM-Schlafphasen, die der Ring aktuell anzeigt. Ich werde das weiter beobachten.
Aber es ist ganz klar so, vor 7 Jahren war es ein bisschen analog zu dem, was die Auguren im alten Rom getan haben. Du kannst aus Hühnerknochen eine ganze Menge Wahrheit lesen. Inzwischen, glaube ich, sind wir schon auf einem ganz, ganz anderen Weg. Aber auch da muss man klar sagen, ich glaube, da gibt's noch viel zu tun, aber ich glaube, wir profitieren halt alle auch davon, dass es immer mehr Daten werden und einfach die Gesamtdatenmenge und das, was ausgelesen wird, zur Präzision von den Geräten weiter beitragen kann. Ich könnte dir gerne anmelden, deine Zahlen mal gegenzumessen gegen Medizinqualitätdaten. Und wir sehen das tatsächlich häufiger, dass Menschen tatsächlich mal gar keine Tiefschlafphase haben. Gerade so jemand, der wie du relativ oft wach wird, die kommen nicht in die Tiefschlafphasen rein. REM-Schlaf gar nicht, habe ich noch nicht gesehen. Also da würde ich eher auf Messfehler tippen. Aber Oura Ring ist tatsächlich relativ weit. Die haben beim Flowfest ja auch ihre eigene Algorithmik gechallenged durch meinen Sensor. Und die Korrelation war erstaunlich hoch. Die war höher als erwartet. Du hast ja einen Vortrag über Recovery Tracking beim Flowfest auch gegeben, haben wir auch aufgenommen, ist auch auf der Seite, also wir haben das Videopaket sozusagen vorhanden mit deinem tollen Vortrag, sehr beliebt. Deswegen, also ich würde sagen, da hast du eben schon enorm viel Content, den wir haben. Da, was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir eben auch begrenzt sind hier, weil ihr beide habt Apple Watches und die Apple Watch wurde vor kurzem FDA approved, soweit ich das richtig sehe. Ja. Könnt ihr da auf Ja. Bedeutet das was? Was heißt das? Ist das jetzt wirklich so ein Gerät, wo ich sagen kann? Das ist ein Meilenstein für die Wearables, dass tatsächlich die Messung akzeptiert wird, aber natürlich auch Quatsch ist. Ne? Das, wenn man sich überlegt, wann treten die meisten Arrhythmien auf, dann die treten in der Nacht auf. Und da ist es nicht unbedingt da. Das ist jetzt nett, aber der EKG-Streifen, den du aufzeichnest, ist zu kurz. Und du musst dir aktiv entscheiden, ich zeichne jetzt auf. Und eigentlich ist es ja spannend, herauszufinden, die langfristigen Marker. Dass es jetzt technisch möglich ist, ist super. Das heißt, also Apple hat unglaublich dazugelernt und die Technik ist unglaublich viel weitergekommen. Und es dauert aber wahrscheinlich noch wieder 1, 2, 3 Evolutionsstadien, bis du wirklich dauerhaft eine gute Qualität hast und halt auch die Episoden abgreifst, wo du einfach nachts die Arrhythmien entwickelst. Wobei, sie können ja die Arrhythmien, Atrial Fibrillation, Herzkammer vorflimmern, können sie ja mit diesem optischen Sensor relativ gut feststellen. Ja, insofern ist ja auch nicht dauerhaft. Du misst ja nicht dauerhaft. Du misst den nicht dauerhaft. Und bei mir ist es so, ich hasse es, nachts etwas an mir dran zu haben. Das ist für mich einfach so keine praktikable Lösung. Für uns ist es so, dieses Vorgehen, wir messen einmal Basis mit einem Medizinprodukt, dann Apple Watch für den Tag oder Oura Ring für die Nacht. Der Oura Ring hat ja den Nachteil mit der Tagsmessung, dass du, wenn du dich viel bewegst, ist dieses optische Verfahren einfach etwas unterlegen und dann gucken, was ist nicht invasiv, zum Beispiel das MFIT QS, was du unter die Matratze legen kannst. Aber halt auch nicht EKG genau. Das sind halt lustige Datentrends. Aber wenn du wirklich ein Herzproblem hast, kommst du um EKG nicht drum herum. Also ich würde das ein bisschen positiver bewerten. Also wenn man sich anschaut, wie viele Geräte jetzt wirklich für Herz-Kreislauf-Patienten schon auf dem Markt sind, wo sie sich dann Elektroden aufkleben. Also wenn sie sich schlecht fühlen und man sagt, hey, ich weiß jetzt nicht, muss ich zum Arzt oder ist alles in Ordnung? Und man macht seine Messung, überträgt das dann irgendwie per Handy oder... Da ist das wirklich ein enormer Fortschritt von Usability. Also, insofern ist es nicht implementiert, Stand heute. Also in den USA ist es auch nicht zugelassen. Also es ist, wir haben jetzt das Approval oder es ist eine spezielle Art von Freigabe. Aber sie müssen ja die Prozesse erstmal dann hinbekommen, dass man einen telemedizinischen Anbieter hat, der mit diesen Daten arbeitet. Ich finde nur, dass sich insgesamt sehr viel getan hat mit der vierten Generation. Also ist wahrscheinlich auch mit das spannendste Gerät gerade im Bereich der Wearables, wenn man jetzt Richtung Fitness geht. Schlaf, bin ich voll bei euch, da gibt es andere Themen, aber wenn man jetzt Richtung Sport geht, zum Beispiel, habe ich jetzt die Möglichkeit, das ist aber durch das neue Betriebssystem gekommen und geht, glaube ich, auch für die ältere Generation. Auf jeden Fall kann ich jetzt meine Kadenz messen, also meine Schrittzahl, wie schnell ich laufe und das finde ich jetzt wiederum total spannend,
Weil zum Beispiel laufe ich mit der Apple Watch und habe mir bisher immer einfach meine Pace, meine Geschwindigkeit sozusagen angeschaut und ich bin da jetzt überhaupt nicht krass ambitioniert und normalerweise höre ich ein Hörbuch. Und wenn ich aber sehe, oh, ich habe einen guten Tag, weil, keine Ahnung, gut geschlafen, ich könnte meine neue Bestzeit machen, heute wieder zum Beispiel, dann irgendwie Hörbuch auf, Drum Bass rein und auf der zweiten Etappe dann noch ein bisschen mehr Tempo gemacht. Also das motiviert ganz einfach. Und jetzt mit dieser neuen Funktion, mit diesem Schrittzähler, da kann ich an der Technik arbeiten. Ich kenne das zum Beispiel vom Rennradfahren, da ist super wichtig, dass man weiß, wie schnell tritt man. Und intuitiv, und vielleicht geht es auch vielen, die jetzt sozusagen intuitiv laufen, hat man nicht das richtige Timing. Also beim Rennrad habe ich dann gelernt, okay, der Lance Armstrong, das war, glaube ich, mit der Erste, der diesen schnellen Tritt hatte. Und mittlerweile sagen alle, hey, das ist eigentlich die optimale Art. Und so hilft dir das dann eben auch als Sportler. Und wie gesagt, ich mache das irgendwie, um fit zu bleiben, um Spaß zu haben. Aber dadurch, dass solche Features da eingebaut sind, kann ich natürlich ein Stück weit an meiner Technik arbeiten. Und das ist schon äußerst spannend, kommt auch bei anderen Geräten mehr und mehr. Und vor allem auch Garmin ist natürlich für Leute, die das Ganze richtig ambitioniert angehen, eine tolle Marke. Oder auch Polar, die haben da tolle Funktionen. Aber wenn man sich überlegt, dass das die meistverkaufteste Uhr auf der ganzen Welt ist und Apple mehr Umsatz macht als die komplette Schweizer Uhrenindustrie, das heißt, es gibt da wirklich Millionen von Menschen, die diese Funktionen, genauso wie beim Smartphone, ja jetzt einfach frei Haus bekommen. Das ist also wirklich eine ganz tolle Entwicklung gerade. Tolles Feature auch für die Leute, die eine Apple Watch haben. Ich will hier überhaupt keine Werbung machen, aber habe gestern eine App zum ersten Mal ausprobiert. Dafür hatte ich früher mal speziell mir einen Sensor schicken lassen. Also ich mache gerne Cardio-Sport, halt Laufen und Rennrad, aber ich mache auch gerne Kraftsport, Hanteln und TRX. Und da fand ich das immer relativ schnöde, sag ich mal, irgendwie Daten zu messen. Da hat man dann irgendwie seine Dauer und seinen Puls und irgendeinen so errechneten Kalorienverbrauch. Aber damit kann man nicht gescheit trainieren. Und ich hatte mir einen Sensor schicken lassen, der misst dann die Sätze. Da kann ich dann irgendwie eingeben, wie viele Wiederholungen, welche Art der Übung und wie viel Gewicht zum Beispiel auf den Hanteln drauf ist. Und das war echt mühsam. Ich sage jetzt noch nicht mal den Namen, weil ich will die Jungs auch nicht runterziehen. Auf jeden Fall gibt es eine App jetzt für die Apple Watch, die da heißt Gymatic. Und damit habe ich gestern trainiert. Gymatic. Ich gestern trainiert und der fragt mich dann sozusagen nach jeder Übung, ob ich da gerade eine Übung gemacht habe. Also wenn es etwas war, wo ich eine Anzahl von Wiederholungen hatte, dann kann ich sagen, ja, das waren diese 8 Wiederholungen, kann der per Finger hier den Namen eingeben und dann hat er dieses Muster gelernt. Das heißt, das nächste Mal oder schon im zweiten Satz, wo ich die Übungen wieder mache, erkennt er es automatisch. Deshalb für alle Kraftsportler, die sagen, hey, ich will eigentlich ein bisschen mehr als den Puls. Und auch da ist Apple viel besser geworden. Ich hatte mit der älteren Generation da schlechte Werte, also da hat sich was getan. Aber jetzt will ich sagen, ich will meine Sätze messen. Das war mir zum Beispiel mit Stift und Papier viel zu mühsam. Aber jetzt so mit der App, und das ist jetzt wirklich nur mal ein vorläufiger Hinweis, weil es lief ganz okay. Aber wie das dann bei den wiederholten Trainings ist, das kann ich leider noch nicht sagen. Zeigt aber einfach, wie viel da gerade geht mit solchen Geräten. Und jetzt schön ist, wir haben ein Startup in Rosenheim, was tatsächlich demnächst auch Bewegungsqualität mit analysieren kann. Das ist ein Chip, den du an deiner Bekleidung befestigst. Ah, genau. Wie heißen die nochmal? Die heißen 8 Sense. Mhm. Und der 8. Sinn. Und wir können demnächst tracken, ob du dich auch sauber hoch und runter bewegst, wenn du eine Kniebeuge machst, und vor allen Dingen eigentlich gestartet ist damit mit dem Alltag für Bürogesundheit, dass dir das eigentlich dich erinnert, wenn du in so einer Schlumpfhaltung bist. Das kalibriert sich einmal mit dem aufrechten Sitzen und dann gibt es hier Realtime-Feedback über deine Körperhaltung auch. Und das finde ich die nächste spannende Erweiterung, weil wir reden ja immer ganz viel über Intensität und Messbarkeit, aber die Bewegungsqualität ist etwas, was noch nicht gut als Realtime-Feedback kommt. Und die Körperhaltung an sich. Und was ja auch super spannend ist, da hatte ich neulich einen Physiotherapeuten, der eine Korrelation hergestellt hat zwischen emotionalen Zuständen, ja, und Körperhaltung. Also halt, ja, auch im Alltag, zum Beispiel, wenn man eine Nachricht zum Handy schreibt und man eigentlich sich total über etwas freut, aber es nicht so ausdrücken kann, weil die Körperhaltung so, ja, gegen das, ja, die Emotion spricht, die man, ja, schreiben will. Und dann hat man diese Smileys, die man versucht dann da einzubauen und so weiter. Aber der meinte, eigentlich müsste man dann sich erst in die Körperhaltung versetzen, der Emotionen, die man schreiben will. Und dann kannst du ehrlich ein Smiley geben. Genau, und dann kommt es ganz anders.
Und das fand ich sehr spannend, weil wirklich alle, wenn sie ja irgendwas schreiben, schauen runter, eher gebeugte Körperhaltung, Schultern nach vorne, flacher atmen. Ja. Das benutzen wir ewig lang schon in der Psychotherapie. Wenn du schlecht drauf bist, nimm einen Bleistift in den Arm, dann zieht dir nämlich hier die Mundwinkel hoch und dann signalisiert es ans Gehirn, lacht, hat zwar keinen Grund, aber muss irgendwas gehen und du hast eine Dopaminausschüttung. Probiert es aus, funktioniert bei 80% der Leute. Ein bisschen bessere Stimmung gibt es ja nicht. Und schon bloß gegenüber lacht auf alle Fälle, weil wenn du da einen Bleistift hast, dann kriegt der zumindest einen guten Schub. Absolut. Das weiß ich, über den nächsten Monat gibt es Kauknochen im Labor. Ja, sehr gut. Gehört hat, aber hier gerade ein Kommentar aus der Runde, und zwar die Bleistifttechnik, die man einfach, wo man Bleistift in den Mund nimmt und sich zum Lachen zwingt und das sozusagen dann allein durch die Veränderung der Gesichtszüge die Emotion hervorruft. Funktioniert, ja. Habe ich auch schon getestet. Eine Frage, weißt du übrigens jemand, ob man, ob es schon, was gibt es zum Emotionstracking? Also, über Sprache. Über Sprache? Mhm. Also eine App, die sozusagen deine Sprache analysiert? Die im Hintergrund erkennt, wann du gestresst bist und vor allem mit wem du gestresst bist. Das ist interessant. Hier habe ich tatsächlich von einer Autofirma auch gehört, dass die danach suchen. Eben es gibt so einen Algorithmus, der Sprache analysiert und die kommen aus London. Kilea. Wie heißen die? Ich glaube, Kilea. Kilea, das ist bestimmt interessant für einige, weil das wird. Das ist, dürfte dann wahrscheinlich auf Android funktionieren, oder wenn du sagst, es ist eine Smartphone-App und permanent mit Zugriff auf das Mikrofon, das dürfte bei iPhones über dieses Sandboxing-Verfahren eher schwierig sein, aber ist auf jeden Fall. Gibt es auch für iOS. Wir haben die schon drauf gehabt, die haben die schon mal vor 2 Jahren auf dem Schirm gehabt. Ja. Passiv, also einfach, während ich hier mit euch rede, werde ich telefonieren. Das ist auch nicht schlecht. Gibt es denn etwas, was, jetzt frage an alle, was ihr wahnsinnig gerne tracken würdet, was es vielleicht noch nicht gibt, was so das, ja, etwas wäre? Für mich wäre es zum Beispiel der Flow-Zustand. Ich würde wahnsinnig gerne einfach sehr, sehr einfach wissen, wann ich in Flow-Zustand bin oder nicht. Du weißt es ja, wann du bist. Du willst nur wissen, wie du da hinkommst. Oder theoretisch sehen am Ende des Tages, wie viel Zeit war ich im Flow. Also, dass man das sozusagen einfach beobachtet und dann einen Trend erkennt. Das wäre für mich jetzt spannend, sowas zu haben. Aber gibt es sowas für euch, wo ihr sagt, boah, das würde ich wahnsinnig gern über mich wissen? Also bei mir wäre das Emotionen ein bisschen weiter gefasst. Flow ist sicher unglaublich spannend. Aber allgemein, wie ich mich fühle und dann natürlich auch in Abhängigkeit von dem, was ich erlebe, um vielleicht einfach noch besser Strategien zu entwickeln, mit welchen Menschen ich was zu tun haben möchte und so weiter. Also einfach im Sinne der Selbstentfaltung. Und finde das ganz spannend mit dieser App, würde ich mir auch mal anschauen. Ich glaube aber, man braucht da mehr Daten und habe auch mal angefangen, so ein bisschen Vorratsdatenspeicherung aufzusetzen, einfach mal auf dem Computer ein Skript installiert, das alles mitlog, alles, was ich tippe, Mausbewegung, welche Apps ich wann wie verwende und die Webcam, die dann alle 10 Minuten Bilder von mir macht. Also ich glaube, das muss in so eine Richtung gehen. Muss nicht jeder wissen, ob er da Lust drauf hat, so ein komplett so ein Big Data Bild von sich selbst. Und natürlich wäre auch die Herzratenvariabilität von der Uhr oder vielleicht mal von dem Pflaster, wenn noch andere Devices kommen, wäre da spannend. Aber das ist ja, sage ich mal, nur eine physiologische Reaktion auf das, was im Kopf stattfindet. Das fände ich also wirklich spannend, ein möglichst breites Bild. Gern auch, wenn wir alle anfangen, Live-Logging zu betreiben, dann irgendwie so intelligent geroutet, dass ich dann immer die Bilder von den anderen bekomme, die dann mich aufgezeichnet haben. Aber ist sicherlich noch ein weiter Weg, dass wir dann wirklich so eine Big-Data-Welt haben. Aber im Sinne von Selbstoptimierungspotenzial fände ich das natürlich sehr spannend, nicht nur den Körper zu optimieren, sondern auch den Geist oder vor allem auch Lebensplanung, das, was ich mir selber vornehme, die Ziele, die ich mir setze und auch die Art und Weise, wie ich sie anstrebe, mit Hilfe von Technik dann noch besser realisieren zu können. Mhm. Spannend. Ich sehe schon, der Florian wird dann irgendwann seine Ziele empfohlen bekommen von irgendeiner. Dieses Jahr solltest du wahrscheinlich 3,5 Kilo abnehmen. Erfolgswahrscheinlichkeit bei 98%. Ja, solange ich da die Freiheit habe, Challenge accepted oder Snooze-Modus, dann ist das alles okay. Wichtiger Faktor, ja.
Ja, ich bin mal ganz bodenständig und sage, ich würde mich freuen, wenn irgendjemand in der Community einen Weg findet, wie wir tatsächlich Hydrierung, also den Grad des Wassers im Körper messbar machen kann und mir Strategien gibt, wie viel brauche ich denn jetzt, um in mein Performance-Optimum wieder zurückzukehren. Vielleicht hat ja jemand schon eine Lösung, der soll sich outen, bitte. Thomas, also ein tolles Tool, um Wasseraufnahme zu messen, entwickelt ein Bekannter von mir. Das ist ein Becher, den wird er jetzt erstmal in Altenheimen platzieren. Das ist ein IoT-Becher mit eingebauter Mobilfunkverbindung und Induktionsaufladung. Also wirklich von der Engineering-Leistung ziemlich toll. Und ich glaube auch zum ersten Mal so ein Produkt, Becher, wird auch ein Glas geben dann, das einsetzbar ist, um zu sagen, ich messe die Menge, was ich trinke. Ich habe da schon Flaschen mir besorgt und anderes Zeug und muss auch sagen, dass das waren dann irgendwie Formfaktoren, die mir nicht sinnvoll erscheinen, weil ich trinke nicht aus einer Flasche, sag ich mal, aber wenn, dann trinke ich aus der Flasche, in der ich das Wasser bekomme, aber ich fülle es nicht um in eine andere Flasche. Der Becher von L'Aqua, noch nicht auf dem Markt, aber das wäre jetzt vielleicht eine Näherung, dann, die das schon mal unterstützen kann. Stumpf Low-Tech, bei mir steht eine Literflasche Pellegrino in der Praxis auf dem Schreibtisch und wenn ich abends gehe, muss die leer sein. Das ist die eine Regel, die ich einhalte. Was ich euch sagen kann, ist so ein Wasserfilter, von was wir hier auf dem Tisch stehen haben, von Leo Gant, der hilft tatsächlich, einfach die Geschichte, so ein vitalisiertes Wasser zu haben, hilft dabei, dieses Wasser ganz anders zu trinken. Das müsste nur noch sprudeln, dann wäre ich total happy. Ich bin leider einfach, das ist meine einzige Belastungsstörung, mit der ich aus dem Bundeswehreinsatz nach Hause gekommen bin. Nach einem Vierteljahr stillem Wasser trinken kannst du es nicht mehr sehen. Ich bin einfach, das ist die einzige emotionale Dauerschädigung, mit der ich gut leben kann. Aber das ist, ich jetzt Sprudelwasser trinke. Da können wir, wenn Thomas Hartwig mal am Tisch ist, der wird dir das schon ausreden. Ja, vielleicht können wir auch ein bisschen Kohlensäure auftreiben, wenn das nächste Mal vorbeikommt. Stimmt, das gibt's ja. Andreas, was wäre für dich sowas, was du wahnsinnig gerne... Ihr habt eigentlich alles an Wünschen schon mehr oder minder abgedeckelt, was man noch so haben könnte. Was mir völlig reichen würde, wäre ein Interface oder eine Plattform, die Korrelationen auch für Menschen, die sich nicht mit Programmieren wirklich beschäftigen können oder wollen, leichter in Verbindung bringt. Das heißt, nehmen wir den Langzeit-Blutzuckersensor, der ja für kleines oder für relativ kleines Geld zumindest mal für 2 bis 4 Monate zu erwerben ist, und die Daten, die da inzwischen an der App produziert, die mal in Verbindung mit einer Schlafgeschichte, die mal in Verbindung mit einer Leistungstrackingsgeschichte, einfach zu sehen, okay, das eine ist einfach, habe ich einen Insulinausstoß oder nicht, aber was habe ich, wenn ich keinen Insulinausstoß habe und wann bin ich besonders leistungsfähig in Verbindung mit dem, was ich gegessen habe, was war die Blutreaktion, und das einfach zusammenzuführen. Also ich brauche eigentlich momentan keine neuen Werte, sondern ich brauche eher die bezaubernde Genie, die das alles so zusammenführt und sagt, okay, und nach 3 Monaten kann ich dir den Tipp aus deinen Daten geben. Also ich glaube, erfassen können wir schon relativ gut. Jetzt wäre es mal auch an der Zeit, die Stränge ein bisschen mehr zusammenzuführen. Aber vielleicht sitze ich da auch hier in meinem Labor hinter den 7 Bergen und Florian sagt, es gibt ja doch schon längst dies oder jenes. Aber naja, ich wollte es gerade sagen, wir haben jetzt noch nicht das, was alles komplett integriert, aber Million Friends kann man sich mal anschauen. Wollte ich gerade noch erwähnen, ja. Sind sozusagen mit Langzeitblutzuckermessung Mikrobiom und deiner Ernährung unterwegs. Ja. Und das ist schon mal ein Bild, das vielleicht auch sozusagen relativ eng beisammen liegt und durchaus sinnvoll sein kann, sich mal anzuschauen und es vor allem auch einfacher macht, dann mit diesen Blutzuckerdaten überhaupt was draus zu lesen. Million Friends, vielleicht kurz, wie veranstalten die Messung? Also ich weiß, wir sind gerade dran, die auch fürs nächste Flowfest zu begeistern. Wie genau? Die wissen 3 Parameter, aber schicken die dir die... Genau, also du kriegst einen Freestyle Libre Sensor, das ist einfach so eine Art Pflaster mit so einer ganz kleine Nadel, die in deiner Haut drin steckt und dann eben über die Interstitialflüssigkeit, also in der Haut näherungsweise den Blutzuckerspiegel misst. Und das muss man, glaube ich, manuell immer wieder über ein Lesegerät ablesen. Mittlerweile haben sie auch die Freigabe, das mit dem Smartphone zu machen. Genau, da werden also für 8 Stunden Daten gespeichert. Man muss sie ab und zu dann einfach auslesen und übertragen. Zugleich führt man ein Ernährungsprotokoll. Also man hat eine App von Million Friends, die ich habe damals den Beta getestet, aber
wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die da schon die Möglichkeit, wirklich einzugeben, was man gegessen hat. Und zusätzlich gibt es auch spezielle Testmahlzeiten. Also man isst dann unterschiedliche Brotsorten, die von denen vorgegeben werden. Es gibt auch dann unterschiedlichen Belag auf die Brote drauf, um einfach zu schauen, wie werden jetzt langsame und schnelle Kohlenhydrate verdaut in Kombination mit dieser Art von Protein und Fett und so weiter. Und zusätzlich macht man noch einen Mikrobiomtest, also einfach eine Stuhlprobe ins Labor. Das wird dann alles ausgewertet. Man kriegt dann am Ende einen Bericht, so war das zumindest bei mir, wo dann drin steht, generell, wie der Stoffwechsel reagiert, also ob man eher einen hohen Blutzuckerspiegel hat oder einen niedrigen, ob man schnell Schwankungen hat oder eher gleichmäßig ist und vor allem auch diese Mahlzeiten, die man selber gegessen hat. Da gibt es dann so eine Art Best-of, die sagen dann, hey, das war irgendwie gut im Sinne von versorgt dich gleichmäßig mit Energie und dann auch, welcher Typ bist du? Da gibt es den Müsli-Typ und den Vollkornbrot-Typ und so ein paar Geschichten. Also das sind einfach personalisierte Empfehlungen Richtung Ernährung, die man da bekommt. Interessant, ja. Der ist a million's friends für die ganzen kleinen Bakterien, die sich in unseren Darmflora rumtreiben. Meine Lieben, ich glaube, wir sind schon, wie lange dabei? 1,5 Stunden? Stunde 10. Das heißt, ja. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, die Runde, mich zu bedanken bei euch erstmal und ja, einzuladen zum nächsten Lab Talks. Ihr seid wieder willkommen, ihr seid jetzt in der Lab Talk Hall of Fame. machen hier dann noch eine Wand hin, oder? Ja, das genau. Traum. Und ja, war wahnsinnig spannend, euch dabei zu haben. Vielen Dank.